Corona bedeutet ganz sicher für die internationalen Beziehungen der Gegenwart eine ganz entscheidende Veränderung. Aber sie wirkt nicht überall als das ganz Neue, sondern sie katalysiert auch Konflikte, die wir schon vorher gesehen haben. Und ich würde drei Bereiche nennen, wo das besonders deutlich wird. Das eine ist die Intensivierung des chinesisch-amerikanischen Gegensatzes, den gab es bereits vor Corona, aber der hat über Corona natürlich deutlich an Fahrt gewonnen. China, das sich als die globale Gesundheitsmacht inszeniert und die Probleme der Impfstoffversorgung, der Testung in der Endphase der Präsidentschaft von Trump. Die zweite Ebene, die für diesen internationalen Bereich von großer Bedeutung ist, ist, wenn man so will, die Krise der Europäischen Union. Das war eine Doppelkrise von Brexit und Corona. Aber die Frage wird gestellt, ist Europa in den internationalen Beziehungen eigentlich noch ein starker Akteur? Und der dritte Bereich, den ich da nennen würde, ist wiederum einer, der durch die Erfahrung dieser Pandemie katalysiert wird, die Neuentdeckung von Imperialität, von imperialer Herrschaftsfantasie. Denken Sie an Russland, die Feier des 8. Mai 1945 oder die Politik von Erdogan, aus der Türkei sozusagen eine regionale Großmacht zu machen, in Syrien, in Nordafrika. Auf all diesen unterschiedlichen Ebenen katalysiert, beschleunigt, intensiviert Corona Konfliktwahrnehmungen, Krisenwahrnehmungen. Und das wird uns sicherlich noch einige Jahre weiter begleiten. Natürlich sind von Corona Menschen in unterschiedlichen Berufen, in unterschiedlichen Generationen unterschiedlich betroffen. Denken Sie an Gastronomen und Hoteliers, die vielleicht vor 2 oder 3 Jahren goldene Zeiten hatten und die jetzt nicht wissen, wie sie überleben. Während Lehrer, Universitätsprofessoren als Beamte weiter jeden Tag bezahlt werden, ob sie Homeoffice machen oder nicht. Ich glaube, die Ungleichheit tritt stärker hervor. Denken Sie an die Unterschiede zwischen Rentnern und Pensionären auf der einen Seite und Jüngere, die im Augenblick nach einem Schulabschluss, nach dem Ende der Lehre unter Umständen nicht sofort einen Arbeitsplatz finden und die in den nächsten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten, mit den finanziellen Belastungen aus dieser Krise zu tun haben werden. Denken Sie aber auch an Unterschiede wie die Corona-Krise das Leben von Migranten verändert. Denken Sie an die Unterschiede zwischen kinderlosen Ehepaaren und Alleinerziehenden. Dazu kommt, dass die Lasten auch in den nächsten Jahren, die Lasten aus diesen großen Hilfsprogrammen ganz unterschiedlich im Augenblick Menschen belasten. Insofern, die Corona-Krise macht die Unterschiedlichkeit, auch die Ungleichheit in der Gesellschaft deutlicher und auch das wird uns viele Jahre begleiten. Ich glaube, dass die Menschen in der Corona-Krise vielleicht auch erlebt haben, wie viel ihnen dieses Europa freier Grenzen wert ist. Daran haben wir uns in vielen Jahren gewöhnt. Und als im Frühjahr letzten Jahres diese Grenzen dicht wurden, ist vielen Menschen vielleicht erst zum ersten Mal auch bewusst geworden, was dieses Europa in ihrer eigenen Lebenswelt bedeutet. Das gilt nicht nur für den deutsch-französischen Grenzverkehr im Elsass oder zwischen Deutschen und Polen in Görlitz. Es gilt auch für alle Art von Mobilität. Denken Sie an die Zehntausenden von Studierenden, die Erasmus über Jahre und Jahrzehnte genutzt haben. Ich glaube nicht, dass dieses Europa freier Grenzen zu Ende ist. Es gibt einen großen Wunsch nach dieser Mobilität. Und ich glaube, das werden sich die Menschen, wenn diese Pandemie zu Ende ist, auch nicht nehmen lassen. Im Kalten Krieg war dieses Europa der Grenzen unabsehbar lange ein Europa der Grenzen. Bei der Pandemie wissen wir, sie ist irgendwann überwunden und dann werden sich die Menschen, da bin ich ganz sicher, dieses Europa freier Grenzen, offener Grenzen, freier Mobilität auch wieder zurückerobern. Großzügige Auslegung geht nur, wenn es noch im Rahmen des Gesetzes ist. Und wir müssen ja auch bedenken, dass das Arzneimittelgesetz deswegen hohe Anforderungen an das Zulassungsverfahren hat, weil es natürlich wichtig ist, dass Impfstoffe oder Arzneimittel sicher sind.
Und wenn Sie an den Contergan-Skandal denken in den 90er, 60er Jahren, dann werden Sie verstehen, dass wir solche Fälle verhindern wollen, wo es durch die Einnahme eines Arzneimittels oder Impfstoffes zu schweren Schäden kommt. Und deswegen haben wir hohe Anforderungen an das Zulassungsverfahren. Das ist erstmal der Grundsatz. Wenn Sie jetzt aber ins Infektionsschutzgesetz schauen, in seiner neuesten Fassung, dann werden Sie sehen, dass in dem Paragraph 5 es eine Ausnahmevorschrift gibt, die es dem Bundesgesundheitsminister erlaubt, wenn der Bundestag eine epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellt, Ausnahmen zum Arzneimittelgesetz durch eine Rechtsverordnung festzulegen. Das heißt, wir haben hier gesetzliche Regelungen für den Normalfall und für den Ausnahmefall, aber es bleibt alles rechtlich reguliert. Wir kennen das im Völkerrecht in Bezug auf bestimmte Umweltgüter, die als globale Güter bezeichnet werden und die von allen Staaten geschützt werden müssen und die von niemand verbraucht werden dürfen. Aber allein aus der Bezeichnung für den Impfstoff folgt das noch nicht, sondern wir bräuchten einen völkerrechtlichen Vertrag. Das heißt, wenn es ernst gemeint ist mit der These, dass es sich um ein globales öffentliches Gut handelt, was möglich allen Bedürftigen zur Verfügung stehen soll zu einem fairen Preis, dann sollte das in entsprechenden Staatendeklarationen der G7 oder G20 auch verankert werden. Das ist zwar kein völkerrechtlicher Vertrag, aber immerhin Soft Law und deswegen relevant. Was wir auch bedenken sollten, ist, dass das nationale Recht schon Möglichkeiten gibt im Rahmen des Patentgesetzes, sowohl eine staatliche Nutzung anzuordnen als auch Zwangslizenzen anzuordnen, wenn es um öffentliche Güter geht. Das heißt, für die Auslegung des nationalen Patentgesetzes könnte es schon eine Rolle spielen, dass dieser Begriff des globalen öffentlichen Gutes von der Regierung genannt wird. Wir haben im Infektionsschutzgesetz eine gesetzliche Grundlage, aber nicht für eine generelle Impfpflicht, sondern nur mit Blick auf bedrohte Teile der Bevölkerung, wenn es sich um eine Krankheit, übertragbare Krankheit handelt, die einen schweren Verlauf nehmen könnte. Darunter könnte wohl Covid-19 fallen. Aber dennoch würde ich argumentieren, auch wenn der Bundesgesundheitsminister eine entsprechende Rechtsverordnung erlassen würde, um eine solche Impfpflicht anzuordnen, was gesetzlich möglich wäre, dass das eben den Vorgaben entsprechen muss, den grundgesetzlichen Vorgaben. Das heißt, dass die Impfpflicht dennoch verhältnismäßig bleiben muss. Und bei Covid-19 ist eben die große Frage, ob wir nicht mildere Mittel haben und deswegen eine Impfpflicht vermeiden könnten. Zudem würde ich politisch immer argumentieren, aber auch im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, dass es erstmal wichtiger ist, aufzuklären und zu informieren, zu beraten, gegebenenfalls auch zwangsweise zu beraten, bevor wirklich dieses massive Mittel der Impfpflicht eingesetzt wird. Ich wäre skeptisch, ob das überhaupt jemals bei Covid-19 der Fall sein kann und würde das im Moment verneinen. Man könnte natürlich argumentieren mit Blick auf die Autonomie des Menschen, wenn eine Einwilligung vorliegt und die Einwilligung auf einer Aufklärung beruht, dass dies der Autonomie des jeweiligen Probanden entspricht, wenn er sich eben im Dienste der Wissenschaft für solche Versuche zur Verfügung stellen will. Andererseits, und so würde ich argumentieren, könnte man aber auch die Frage stellen, ob man wirklich hinreichend überhaupt aufklären kann in diesen Fällen. Wer kann denn genau dieses kumulierte Risiko berechnen, quantifizieren oder auch qualifizieren mit Blick auf diese Kombination unbekannter Impfstoff, der sich noch in der Testphase befindet einerseits und andererseits die Risiken einer Covid-19-Erkrankung, die man auch für junge, gesunde Personen nicht im Einzelfall wirklich vorhersagen kann. Das ist der eine Punkt. Zum anderen können wir mit Blick auf die Menschenwürde argumentieren, dass eine Menschenwürdeverletzung auch vorliegen kann, wenn die Einwilligung einer Person gegeben ist, nämlich immer dann, wenn er dennoch verobjektiviert wird, also als Objekt benutzt wird. Und man könnte die Frage stellen, ob jemand, der
nicht geheilt wird, sondern krank gemacht wird, im Dienste der Wissenschaft nicht zu sehr zum Objekt gemacht wird, selbst wenn er freiwillig einwilligt. Wichtig ist, und das ist der Anspruch, den ich auch als Patient oder Bürger habe, dass ich nach besten Erkenntnissen behandelt werde. Und das ist auch bei Corona entscheidend und wichtig. Sprich, wir müssen versuchen und wollen versuchen, und das ist das, an dem wir arbeiten, die weltweit gewonnenen Erkenntnisse zu dieser neuen Erkrankung Covid-19 zusammenzufassen und auf dieser Basis bestmöglich, und ich glaube, das ist entscheidend für den einzelnen Patienten oder Bürger, bestmögliche Entscheidungen zu treffen. Und das ist nur möglich, und das ist der Ansatz der evidenzbasierten Medizin, wenn wir tatsächlich auch die Erfahrung, die weltweit vorliegt, nutzen und nicht sozusagen Entscheidungen nur auf der Basis meiner eigenen Einschätzung, Interpretation oder Vorerfahrung treffen. Aus der Vogelperspektive würde ich sagen, ja, wir haben, glaube ich, schon in vielen Bereichen Forschung, nicht in allen, und man kann da sicherlich drüber streiten, wie ich es auch gesagt habe. Das größere Problem, was ich eigentlich sehe, ist, dass die Qualität der Forschung nicht immer so gut ist, wie wir sie eigentlich haben wollten. Also es gibt viele Forschung, die kurzfristig initiiert und angestoßen wurde, aber nicht immer zu validen, also gültigen und informativen Ergebnissen führt. Als Institut für Evidenz in der Medizin sind wir in der glücklichen Position, ein großes Projekt zu koordinieren, welches im Rahmen des Netzwerks Universitätsmedizin gefördert wird. Das ist das CEOSYS-Projekt. Und in diesem Projekt versuchen wir in einem systematischen, ganzheitlichen Ansatz Forschungserkenntnisse zu Covid-19 in der Breite zu sichten, zusammenzuführen, zusammen mit klinischen Kollegen und anderen Fachexperten zu interpretieren. Und dann aber auch in Handlungsempfehlungen umzusetzen, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften, um die dann aber auch in der Versorgung zu implementieren und entsprechend auch den Zielgruppen für die Implementierung zur Verfügung zu stellen. Es ist vollkommen klar, dass man unterscheiden muss zwischen der wissenschaftlichen Evidenz, das ist sozusagen das Kernstück, was wir erarbeiten. Und dann schon der Schritt bis hin zu einer Empfehlung ist ja ein Transferschritt. Es kann sein, Medikament A wirkt ganz gut und Medikament B wirkt ganz gut und unterschiedliche Leute in einem unterschiedlichen Kontext leiten daraus auch angemessen unterschiedliche Empfehlungen ab. Anders gutes Beispiel sind wahrscheinlich auch die Impfungen und die jetzige Situation mit AstraZeneca-Impfstoff. Und was die Politik dann im Sinne der Implementierung und Priorisierung in den Impfzentren daraus macht, ist nochmal ein dritter bzw. sogar vierter Schritt, weil wir erst dann das Bundesministerium haben und dann auch noch die Landesregierung, die das dann ja in der Umsetzung begleiten müssen. Und das Gleiche gilt letztendlich für die Schulen. Im Prinzip ist ja relativ unklar gewesen, wie wir damit umgehen, dass die Schulen zu sind und unter welchen Maßnahmen die Schulen wieder geöffnet werden können und welche hygienischen Konzepte dort sinnvoll sind. Und das ist als Problem und Fragestellung innerhalb von CEOSYS erkannt und priorisiert worden. Entsprechend wurden dann von Arbeitsgruppen innerhalb unseres Netzwerkes alle internationalen Studien zu Abstand halten, Masken tragen, bis hin zu Quarantäne in Schulen und Lüften untersucht, also die Studien identifiziert, kritisch bewertet, in ihrer Gültigkeit, Vertrauenswürdigkeit der Ergebnisse, das zusammengefasst und dann auch entsprechend publiziert. Dann ist es weitergegangen, indem diese Ergebnisse durch eine große Gruppe von Vertretern verschiedener Organisationen, Elternvertreter, Schülervertreter, Fachvertreter aus den Fachgesellschaften diskutiert wurden und dann im Prinzip eine mehrseitiges Empfehlungsdokument erstellt wurde, wie sich Schulen oder Schulsysteme verhalten können, wenn jetzt die Schulen wieder geöffnet werden. Das ist in der Tat und sicherlich eine große Herausforderung, weil es einfach auch zu Recht natürlich unterschiedliche Interessen, Präferenzen gibt in der Gesellschaft, und das ist sicherlich auch gut so. Ich glaube, was es braucht, und das ist jetzt eine persönliche Einschätzung, ist ein Austausch und auch ein respektvoller Austausch, der, glaube ich, nicht immer in aller Vollständigkeit dann gegeben ist. Leute müssen sich zuhören, müssen versuchen, die Positionen des Gegenübers oder des Partners in den Diskussionen zu verstehen.
Und dann gemeinsam, im Zweifel auch unter Moderation, und das ist der Mechanismus, den ich schon angesprochen hatte für unsere Leitlinienempfehlung, weil da auch verschiedene Interessensvertreter dann eingebunden sind, eine gemeinsame Position zu formulieren, die einen guten Ausgleich aller Interessen schafft. Das ist sehr herausfordernd, aber für die Leitlinien gibt es da viel Erfahrung auf Seiten der AWMF. Und da funktioniert das auch ganz gut. Da gibt es aber auch ein klares Regelwerk, wie dann ein solcher Konsens hergestellt wird, was die Empfehlungen angeht. Aber das ist natürlich im Zweifel immer noch deutlich leichter als ein gesellschaftlicher Konsens, wo auch noch viel mehr Beteiligte eine Rolle spielen. Das, was entscheidet, wie tief Ereignisse im Gedächtnis verankert werden, sind verschiedene Dinge. Eine ganz wichtige Sache ist, wie emotional die Erlebnisse sind, die wir machen. Also Dinge, die sehr emotional sind, die haben für uns natürlich immer größere zukünftige Relevanz. Und deswegen wird emotionales Gedächtnis tiefer eingespeichert und auch schneller eingespeichert. Ein anderer Faktor, der ausmacht, wie tief wir Erlebnisse einspeichern, ist, wie häufig wir ähnliche Erlebnisse machen. Das heißt, auch Wiederholung ist was, was zu sehr stark verankerten Gedächtnisspuren führt. Das würde ich sagen, sind so die zwei Hauptfaktoren. Die Corona-Krise hat wegen zwei Dingen das Potenzial, dass sich auch Kinder, die jetzt noch sehr jung sind, daran erinnern. Es ist eigentlich so, dass sich Kleinkinder erst ab so 4 Jahren oder so ihre ersten Erinnerungen für Erlebnisse haben. Aber es gibt ein paar Sachen, die das begünstigen können. Und eine Sache, wie man Gedächtnisse bilden kann, die eben auch schon früher passiert sind, ist dadurch, dass Dinge allgegenwärtig sind und ständig wiederholt werden. Und das wäre jetzt eben zum Beispiel dieses Maskentragen, was eben in der Pandemie jetzt dauernd passiert und was deswegen wahrscheinlich eine Gedächtnisrepräsentation ist, die sie haben werden, die Kinder, aber was hoffentlich ja dann irgendwann nicht mehr der Fall sein wird. Und die Diskrepanz könnte da dann schon dazu führen, dass man da eben Erlebnisse hat vom Maskentragen, an die man sich erinnert. Aber eine andere Sache ist natürlich auch, dass diese Pandemie wirklich sehr emotional ist für die Kinder und auch für die Eltern. Und die lernen ja dann auch an den Reaktionen der Eltern. Und es ist eben so, dass das ist eine negative Emotion, aber das macht die Inhalte natürlich sehr relevant. Und gerade wenn ein Familienmitglied vielleicht erkrankt oder die Eltern Angst haben, dass das Kind Corona hat oder sie selbst Corona haben oder eben vielleicht jemand erkrankt ist und man Angst hat, dass es irgendwie einen schweren Verlauf gibt. Das sind alles Dinge, die uns eben sehr emotional machen, die uns potenziell bedrohen. Und das sind dann wahrscheinlich auch Erlebnisse, an die man sich später gut neu erinnert und vielleicht eben auch erinnern kann, selbst wenn man sonst wenige so episodische Erinnerungen an die Zeit hat. Traumatische Erlebnisse sind definiert als jede Art von Erlebnis, das man hat, das entweder das eigene Leben oder die körperliche Unversehrtheit, auch seelische Unversehrtheit, aktiv bedroht oder subjektiv bedroht. Also man das so wahrnimmt, als ob das eine große Bedrohung darstellt. Und gerade wenn man in Situationen ist, wo eben diese Bedrohlichkeit da ist, wo man eine Schutzlosigkeit verspürt und eben keine subjektiv wahrnehmbaren Bewältigungsstrategien hat, also so einen Kontrollverlust. Das sind Ereignisse, die man als potenziell traumatisch definieren würde. Unabhängig davon, wie angsteinflößend und potenziell eben traumatisch die Pandemie an sich ist, gibt es natürlich andere Sachen in der Pandemie, zum Beispiel eben die krasse Einschränkung im sozialen Bereich und den Sozialkontakten, die Möglichkeit überhaupt schöne Erfahrungen zu machen, ist einfach stark reduziert. Und ich denke, da ist es sehr, sehr sinnvoll, eben auf eine Art und Weise vielleicht diese Angst, die man verspürt, auch zu durchbrechen und dann vielleicht nicht Massenveranstaltungen zu machen, aber sich schon vorzunehmen,
Das gilt, würde ich sagen, für Kinder, Jugendliche wie Erwachsene, trotzdem eben schöne soziale Erfahrungen zu machen und einzuplanen, zu Zeiten, wo das dann natürlich vom Gesetzgeber auch erlaubt ist und auch in Kontexten, aber das geht ja immer, weil gerade eben die sozialen Kontakte sehr, sehr wichtig sind, nicht nur dafür, dass wir später auch gut funktionieren, sondern auch für unser psychisches Wohlbefinden. Und das kann natürlich dann schon eine Art Resilienz schaffen gegen die äußeren Bedrohungen. Das ist sicher eine sinnvolle Idee. Erstens haben wir es natürlich mit einer akuten psychosozialen Belastung zu tun. Wir müssen uns mit dem Virus selbst auseinandersetzen. Wir müssen uns mit der Quarantäne auseinandersetzen, mit dem Lockdown. Wir müssen uns mit der Sorge, angesteckt zu werden, auseinandersetzen. Das ist ja schon eine psychische Belastung. Wir müssen uns sorgen um unsere Angehörigen oder Freunde, die gegebenenfalls schwere Folgen davontragen. Das heißt, das sind ganz realistische Ängste. Dann zweiter Punkt. Es gibt zunehmend Studien, die zeigen, dass wenn man an einer schweren Covid-19-Infektion gelitten hat, dass dann durchaus auch das Gehirn mit betroffen sein kann. Und auch da hat man nun mittlerweile Daten darüber, dass auch Angst und Depression infolge der Corona-Infektion durchaus zusammen mit so einem Erschöpfungs- und Fatigue-Syndrom auftreten können. Und der dritte Punkt, die Maßnahmen gegen das Virus sind natürlich vollkommen rational, vernünftig und müssen in diesem Ausmaß auch sicherlich epidemiologisch, virologisch so durchgeführt werden. Aber eine Quarantäne, ein Lockdown bedeutet eine Reduktion sozialer Kontakte. Das bedeutet eine Quarantäne, in der Ehepaare plötzlich ganz nah aufeinander sitzen. Die häusliche Gewalt nimmt zu, die Konflikte nehmen zu. Kinder sind zu Hause, Kinder werden nicht mehr richtig beschult, haben auch die soziale Entwicklung, die sie jetzt über ein Jahr eigentlich nehmen müssten, durch den Kontakt mit Gleichaltrigen, die schulische Förderung nicht genossen. Und diese Auswirkungen, die schlagen sich sicherlich in der psychischen Gesundheit wieder. Und wir wissen, dass das so ist, nachdem China und USA uns so ein bisschen voraus sind in der Datenerhebung und auch schwerer betroffen waren, zumindest in der ersten Welle. Wir wissen, dass zum Beispiel Angsterkrankungen von 8% 2019 im gleichen Zeitraum in 2020 auf 30% gestiegen sind. So ungefähr sind die Verhältnisse. Und das wird sicherlich noch mal aggravierter werden, nachdem in dieser ersten Welle eben diese wirtschaftlichen Folgen noch gar nicht so spürbar waren. Selbst wenn Sie keine Struktur haben durch Arbeit oder durch einen geregelten Tag im Büro, schaffen Sie sich die Strukturen zu Hause. Frühstück um die gleiche Zeit, Mittagessen um die gleiche Zeit, einen Spaziergang um 3 Uhr bis 4 Uhr. Sie haben sozusagen einen Stundenplan. Das ist entscheidend. Neben der Struktur ist sportliche Betätigung extrem wichtig. Sport ist ein belegtes Antidepressivum und auch präventiv wirksam. Wichtig ist, dass Sie sich sozial, so weit wie es eben möglich ist, weiter betätigen. Das heißt, entweder digital, virtuell oder eben mit der erlaubten Anzahl von Menschen, denn man weiß, dass der Kontakt zu Menschen natürlich extrem wichtig ist, was die Vorsorge bezüglich psychischer Erkrankungen angeht. Und jetzt sprechen wir immer von dem, was man machen soll. Man kann auch von dem sprechen, was man lassen soll. Und lassen sollte man Medienkonsum, übermäßigen Medienkonsum, weil man weiß, dass das ständige Surfen auf den sozialen Medienkanälen, auf NTV, das Abonnement von Breaking News, dass einen das extrem psychisch verunsichern kann. Und man weiß, dass die Uncertainty, also die Unsicherheit hinsichtlich der Wertigkeit dieser Information, die Vulnerabilität, also die Verletzlichkeit für psychische Erkrankungen erhöht. Das heißt, auch junge Menschen sind häufiger von Angst und Depression betroffen als ältere, weil, und dieser Zusammenhang ist belegt, weil junge Menschen doch sehr viel mehr soziale Medienkanäle besuchen. Finger weg von Substanzen, Finger weg von Alkohol, Finger weg von Nikotin, vor allem von Alkohol und von Drogen. Man ist versucht, im Lockdown ohne Tagesstruktur bereits um 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr zum Alkohol zu trinken. Ist ja sozusagen keine Kontrolle mehr von außen da. Es ist langweilig. Man hat vielleicht tatsächlich auch die Arbeit verloren. Und das ist aber der Beginn in die Negativspirale. En gros würde ich sagen, dass die Resilienz der Bevölkerung sicherlich sehr hoch einzuschätzen ist. Und auch ich persönlich sehe, dass die Corona-Krise und auch ihre Bewältigungsmaßnahmen
auch was Positives haben. Natürlich sieht man sich weniger, das ist alles das Negative, aber das Positive ist, dass man entschleunigt. Man ist dankbarer für die Selbstverständlichkeiten, nachdem einem einige Selbstverständlichkeiten genommen wurden. Und man ist, denke ich, schon achtsamer geworden für das, was einem so im Alltag begegnet. Sei es das Klopapier oder noch Wesentlicheres.